Moin, ihr Lieben. Ja, ich habe mal das Ganze dokumentiert. Nach dem Großputz im Kuhstall, den ich gemacht habe, da habe ich ja ein Video drüber gemacht, habe ich mal meinen körperlichen, naja, eigentlich auch meinen geistigen Verfall dokumentiert. Das heißt, ich habe direkt danach mich gefilmt, als ich ins Bett gegangen bin, als ich aufgestanden bin, wie ich mich vormittags gefühlt habe und dann nochmal, wie ich einkaufen war. Ich finde das schon auch richtig bezeichnend, weil es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, Fibromyalgie gibt es nicht. Dann frage ich mich, wie ich das hingekriegt habe, innerhalb kürzester Zeit so zu altern. Ja, wie gesagt, viel Spaß! Ja, wie man sieht, sehe ich so aus, wie ich mich fühle. Ich bin um drei bin ich rausgegangen, jetzt ist es kurz nach 5:30. Ich habe auch wirklich mal entgegen meines normalen Triebes eine Sache zu Ende gebracht. Das heißt, ich habe gefegt, ich habe ein bisschen gewischt und ich habe den Müll getrennt und weggetan. Also nicht weggetan, also dahingestellt, von wo er denn abtransportiert werden kann. Ich bin ganz stolz, ich bin aber fix und alle. Ich werde jetzt auch in die Badewanne gehen. Genützt nichts, mir tut jetzt schon alles weh. Ich hoffe, dass ich morgen noch mal rauskomme, dass ich morgen nicht wieder einen Schub kriege und krank bin, sondern dass ich morgen die andere Hälfte machen kann, weil die Schwalben sind ja sowas von aufgeregt. Die wollen, glaube ich, auch demnächst loslegen. Jo, also ich bin im Eimer und die eine Scheune, ja, wie gesagt, nur ein Gang. Den Mittelgang und den auf der anderen Seite habe ich ja gar nicht gemacht. Ich glaube, ja, da sind wir. So, ihr Lieben, alles Gute. Ich verabschiede mich ins Badeland. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, nicht erschrecken. Ich wollte noch mal ein kleines Update geben. Es ist jetzt, ich muss mal gucken, 10:15 Uhr. Und ich bin jetzt im Bett. Fast. Und ja, es ist einfach, ich habe Schmerzen ohne Ende. Ich habe jetzt auch festgestellt anhand der Videos, dass ich um 2:30 angefangen habe. Das heißt, ich bin jetzt 3 Stunden dabei gewesen und man hat es ja gesehen. Es ist nicht übermäßig große körperliche Arbeit. Also eigentlich, naja, braucht man nicht drüber reden. Ich bin nun in einer relativ schlechten Verfassung und jetzt muss ich sagen, ich habe mich in die wirklich richtig warme Badewanne gelegt. Das hilft ein bisschen. Aber mir tun die Füße weh, die Beine, Schultern. Ich habe ein paar Sachen ja getragen und gefegt und das war zu viel. Also ich habe auch gemerkt, ich hätte eine Stunde eher aufhören sollen. Nur es ist ja nicht viel. Es war dieser eine Gang, die kleine Kammer und ich wollte es verdammt nochmal fertig haben. Und den Kram so weit weggeräumt. Aber ich bin richtig tot. Also geht gar nichts mehr. Dann bin ich wirklich gespannt, wie ich morgen davor bin. Morgen Vormittag wollte ich eigentlich nur einkaufen und ansonsten wirklich Ruhe. Ich würde ja gerne nachmittags nochmal in die Scheune gehen, weil gerade die Schwalben jetzt ja zum 128. Mal, die Schwalben sind da. Und dann wollte ich gerne raus, aber. Ja, gut, warten wir ab. Ich weiß auch nicht. Ich werde mich jetzt mit meinen Schmerzen ins Bett legen. Gott sei Dank merke ich sie ja nicht, wenn ich liege. Dann hört es ja auf, sobald ich die Muskeln nicht mehr bewege. Ich werde ein bisschen nicht autogenes Training, sondern Muskelentspannung nach Jakobsen und eine kurze Meditation. Das sind so, ich muss mal sehen, ob ich die 10 Minuten mache oder die 20 Minuten. Da kann ich dann ganz gut abschalten. In diesem Sinne, gutes Nächtle, bis morgen. Tschüss. Ja, moin. Ja, das war eine heiße Nacht. Ich habe zwar einigermaßen geschlafen, aber die Schmerzen sind schon recht heftig. Also meine Arme und Beine, das ist, ja, wie man immer so schön sagt, das ist kein Muskelkater, es ist ein Muskeltiger. Ich habe meine Beißschiene noch drin, deswegen höre ich mich ein bisschen komisch an.
Ja, das war also nicht so. Also ich habe auch wieder das Gefühl, dass ich habe wie so einen Kopfschmerz. Als wenn so eine Migräne im Hintergrund wartet. Ja, bin mir nicht so sicher, ob ich heute Nachmittag da wirklich zu komme. Ich werde mich jetzt heute Vormittag schön ruhig verhalten, aber ja, das sind halt die Auswirkungen, wenn man ein bisschen fegt, ein bisschen räumt und man hat Fibromyalgie. Das ist dann halt nicht so witzig. Ja. Ich werde mich jetzt erstmal, ich wollte gerade sagen, fertig machen. Fertig bin ich schon, aber mal gucken, was noch zu retten ist. Ich melde mich. Ja, 8:40 Uhr. Ich bin gerade ein bisschen durch die Gegend gelaufen, habe ein bisschen, ja, was man so macht, wenn man so viel Katzen hat. Ein bisschen sauber machen, Müll rausbringen, eigentlich nicht viel. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich platt jetzt. Leichten Schweißausbruch. Ich versuche jetzt, ja, oder ich bin, ich versuche jetzt, oh, ich rede auch ein Blödsinn. Man ist ja völlig Malle im Kopf. Geht alles kreuz und quer. Ich wollte eigentlich jetzt kurz einkaufen fahren. Ja, jetzt überlege ich schon, was ich sonst zum Mittag machen kann. Ich weiß das einfach nicht. Ich hatte eigentlich eine Planung, aber die Planung hat halt beinhaltet, dass ich entweder am Montag oder spätestens am Dienstag einkaufen fahre. Und da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen ausruhen und vielleicht komme ich ja nachher noch los. Ein Hoch auf die Fibro. Jo, 10 Minuten später sitze ich im Auto auf dem Weg zu Edeka und zum Bioladen. Mein Mann hat heimlich mitgehört, als ich das Video eben aufgenommen habe. Und das ist der Vorteil, wenn der Partner zu Hause arbeitet. Er hat die Firma ja unten im Haus und es ist einfach eine Hilfe, dass wir auch mal zusammen einkaufen fahren, wenn es mir nicht so gut geht. Weil es schlägt halt auch unwahrscheinlich auf die Konzentration, das kennt ihr ja auch. Und da ist Autofahren eigentlich nicht so wirklich angesagt. Also einkaufen kriege ich immer noch hin. Ich habe noch mit dem Einkaufswagen niemanden umgebügelt, aber es hilft. Vor allen Dingen auch die Sachen nachher in den Kofferraum legen. Ich brauche es nicht machen. Da muss ich mit anfassen? Da muss er, ja, da musst du mit anfassen. Scheiße. Es tut mir leid. Ja, nun hat man ja gesehen, ich habe das Glück, dass, wie gesagt, mein Mann hier noch wohnt und mir ab und zu mal helfen kann, wenn das mit dem Autofahren überhaupt nicht funktioniert. Oder ich sage, das geht einfach nicht. Das ist halt praktisch. Aber letztendlich, ja, die Schmerzen gerade in den Händen, Füße. Das war wirklich unangenehm. Und Schultern sind bei mir im Moment wirklich super gefährdet. Ich wohne hier auf dem Resthof. Man trägt was. Rasen mähen, fegen. Ich kann ja hier nichts machen, ohne meine Arme oder Schultern zu bewegen. Das funktioniert ja einfach nicht. Und ja, also sind es im Prinzip 5 Sachen, die einem wehtun, inklusive der matschige Kopf. Dass man einfach ja keine klaren Gedanken hinkriegt. Und an solchen Tagen läuft halt auch nichts. Keine Bücher lesen oder irgendwelche wilden Sachen machen, die geistige Anstrengung erfordern. Das kann ich also toll knicken. Also da ist dann wirklich zu Hause bleiben und easygoing angesagt. Ja, das wollte ich doch gerne mal gezeigt haben. Für alle die meinen, das gibt es gar nicht. Es gibt Fibro. Glaubt mir. Ja, es ist halt auch ein Problem, regelmäßig Videos zu produzieren. Ich wollte eigentlich immer gerne auf den Samstag oder auf den Sonntag, abends 18 Uhr, aber es gibt einfach Wochen, da wird mir das zu viel. Da habe ich hier auf dem Hof viel zu tun und dann klappt das nicht. Also die Videos kommen, wie sie kommen. Das ist bei mir leider so. Und ich will mir da auch nicht noch zusätzlichen Stress machen. So, ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich über ein Abo, ein Like, ein Kommentar von euch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!